Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Heute teile ich mit euch meine Berliner Flohmarktfunde. In den letzten Wochen war ich viel unterwegs und habe einige tolle Schmuckstücke gefunden, die ich heute euch einmal zeigen möchte. Also erst letztes Wochenende fand ich diese wunderschöne Kette. Ganz eindeutig aus den 50er Jahren. Mit tollem Glasperlen. Die Schließe ist hinten mit West Germany gemarkt. Und das ist wirklich ganz, ganz typisch und ganz, ganz wunderschön. Wie eine Cha-Cha-Kette. Wunderschön in Schwarz. Dann habe ich hier eine schöne Strassbrosche. Die fand ich gut, weil sie diesen Diamond-Look von Kramer repräsentiert und auch dieses Eckige und mit den Fransen dran. Also eine Brosche, die jede Bewegung mitmacht. Dann zusammen waren diese zwei wunderschönen kleinen Schmuckstücke. Also das ist wirklich schon richtig alt. Das Sträußchen hat so einen großen Haken hinten und ich vermute, das könnte sein, dass das für eine Silberhochzeitspaar ist, dass das kleine Sträußchen der Mann trägt und vielleicht diesen kleinen Anstecker die Dame. Aber das habe ich mir sozusagen selber zusammengereimt. Vielleicht weiß das von einer von euch besser. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Dann eine sehr nette kleine Haarspange, ein Schmetterling, der sich auch bewegt, mit Perlen dekoriert in Rot und Türkis. Die kleine Haarspange soll aus den 50er Jahren stammen. Dann eine sehr alte Brosche, in Damascena oder Toledo-Technik. Also die Nadel ist richtig alt, wird jetzt noch so aufgezogen. Und wenn man da drüber fährt, kann man das Muster spüren. So richtig toll, die Kanten. Also ich glaube, dass sie sehr alt ist. So, dann hier. Eine Brosche aus Alpaka-Silber, Mexiko, in Kreuzberg auf dem Flohmarkt gefunden. Ich liebe diesen Schmuck aus Mexiko, das wisst ihr wahrscheinlich, mit den Abalone-Inlays. Und diese Brosche finde ich auch besonders schön, so toll, fröhlich. Dann eine schöne Schleifenbrosche, auch etwas, das ich sehr gerne einkaufe. Diese, glaube ich, ist aus den 80er Jahren. Gold und Strass. Und von derselben Händlerin habe ich noch diese Brosche gekauft. Die finde ich auch sehr speziell. Also ich vermute, die ist aus den 70er Jahren. Das Silber ist so leicht geschwärzt und die kleinen türkisfarbenen Steinchen scheinen auch Natursteine zu sein. Also wieder eine bewegliche Brosche. Scheinbar ist das etwas, was mir gefällt. Und eben auch diese schöne eckige Form finde ich toll. Dann eine sehr nette kleine Brosche, ein Scotty Dog oder Scotch Terrier. Diese Broschen, das ist so eine gestanzte Form. Ich vermute, sie ist aus den 30er oder 40er Jahren. Und dann eben emailliert. Diese kleinen Hundebroschen, die finde ich auch einfach wundervoll. Die haben so einen tollen Humor. Dann etwas ganz Tolles. Was ganz, ganz Tolles. Diese wunderschöne Kette von Grosse. Ich hoffe, man sieht es. Also der Schriftzug sieht aus wie aus den 70er Jahren. Es ist eine lange Halskette mit einer Kordelkette
und schönen, eleganten Strasselementen. Also das ist wirklich ein ganz toller Fund gewesen. Die Kette kann man nach der Reinigung kaum noch wiedererkennen. Alle Steine habe ich ersetzt, also sie sieht wieder ganz, ganz blendend aus. Das hat mich besonders gefreut. Dann habe ich hier etwas Schönes für die Herren im Originalkästchen. Eine, wie ich finde, sehr schöne Krawattennadel, so ganz schlicht und elegant, so gerippt, schön fein und auf der Rückseite genauso. Und auch diese Klemme, finde ich, diese Form ist auch sehr schön elegant. Und eben noch in dem Originalkästchen. Und hier etwas ganz Besonderes. Schmuck aus den 80er Jahren von Ermani Bulatti. Ganz toller Schmuck, hier mit dem Originaletikett. Made in Holland. Da wurde da Art Deko-Schmuck nachgemacht und wie mir die Händlerin erzählt hat, hat man diesen Schmuck sehr gerne auf Kreuzfahrten verkauft. Also hinterher habe ich bereut, dass ich nicht noch mehr gekauft habe, weil der noch ganz ungetragen ist und trotzdem eben schon 50 Jahre alt. Toll, ne? Mit diesem ovalen Cabochon in einem Hämatit und die tollen Kreolen. Wunderschön sehen sie aus und in einem Bestzustand. Es gibt sehr, sehr viele Flohmärkte in Berlin. Also jeder Stadtteil hat sozusagen seinen eigenen. Dieses Kästchen fand ich auf dem Flohmarkt am Prenzlauer Berg. Ja, zunächst habe ich gedacht, Graziella. Das wäre auch der Hersteller von diesen Ohrringen. Die Ohrringe haben mich sehr angesprochen. Die sind so richtig toll von der Qualität wie ein Dior-Schmuck oder Swarovski in Amerika. Toll gefasste Steine, das Rot dieses Steins ist toll. Und auch der Marienkäfer so als Motiv finde ich auch sehr, sehr gut. Der Ohrring ist gemarkt mit einem L und einem R. Also ich habe leider nicht so viel rausgekriegt. Die meisten Händler bezeichnen den Schmuck einfach als LR-Schmuck. Vielleicht weiß auch hier einer von euch mehr und kann mir helfen, diesen tollen Ohrring zu bestimmen. Dann fand ich dieses tolle Armband. Das läuft so leicht an, scheint versilbert zu sein und hat dieses klobige aus den 80er Jahren. Also das gefällt mir total gut. Richtig schönes Armband, viel Material dran, tolles Design. Bei derselben netten Händlerin habe ich diese tollen Ohrclips aus den 80er Jahren gefunden mit Perlen und viel Gold, geriffelt. Sehr tolle Ohrringe und auch diese Ohrringe waren auch von demselben Stand. Toller Schwarz-Gold-Look aus den 80er Jahren und auch eine wundervolle Qualität. Sehr schön, dann von dem tollen Flohmarkt auf der Rennbahn habe ich diese tollen Ohrclips. Ich denke, die sind auch aus den 80er Jahren. Auch wieder dieses Gold und Schwarz. Das ist ja sehr typisch für die 80er. Ein sehr schöner Vintage-Ohrring, auch in einem besten Zustand. Und aus einem Antikgeschäft habe ich diese tollen Strassclips, auch wieder in Schwarz-Weiß. Also ihr seht schon, Schwarz-Weiß war sehr beliebt bei mir.
in diesen letzten Wochen? Auch ein sehr guter Zustand. Sehen aus wie neu. Ah, ich sehe gerade, die Clipteile sind unterschiedlich. Der Clip ist anders als der. Na gut. Das Wichtigste ist, dass die Optik so stimmt. Dann habe ich hier noch tolle Ohrclips in so falscher Koralle, wie so ein Sternenschweif und dann mit so einer Korallenkügelchen dekoriert. Die finde ich also auch sehr, sehr schön, die 50er Jahre. Also leider keine Marke drauf, aber die Qualität lässt auch auf einen Markenschmuck schließen. Dann fand ich dieses netten Armreif und ich glaube, der ist auch richtig, richtig alt. Diese Muster, die haben sowas von Anfang des 20. Jahrhunderts. Und zu Hause fand ich dann auch diesen Stempel hier drauf. Ich gucke nochmal, weil er steht drauf Oro 18 Karat. Ja, darunter ist noch ein Stempel mit AR und einer langen Nummer. Also ich denke, AR könnte sein Argento. Wenn es schon Oro ist, dann ist es Argento, also auf Italienisch oder Spanisch. Also meine Vermutung ist, es ist Silber vergoldet mit 18 Karat Gold vergoldet. Also der ist auch richtig, richtig toll alt, antik. Dann fand ich erst vor kurzem dieses kleine nette Portemonnaie aus dem tollen Meshgewebe. Das hat Whitening & Davis so berühmt gemacht und dieses kleine Portemonnaie fand ich auch hier auf einem Berliner Flohmarkt. Auch in einem super Zustand, also ich freue mich schon sehr darauf, dieses nette Accessoire in meinem Online-Shop zu sehen. So, und dann haben wir nur noch dies hier. Das ist so ein, ich denke, es ist von einem Kleid abgenommen. Eine sehr alte Perlenstickerei. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Also zumindest ist es eine schöne Dekoration. Und es ist einfach handwerklich so toll gemacht. Das kann man dann, dem kann man nicht widerstehen. Das muss man mitnehmen. Ja, und diese Dose hier, Reichelt, steht drauf. Reichelt, habe ich rausgefunden, ist Otto Reichelt, ein Berliner Händler, den es schon seit 1919 gibt, gegründet in Grünheide. Und diese Dose, da wurde dann Tee verkauft. Und was ich auch noch sehr Schönes habe und was ich euch gerne zeigen möchte, ihr wisst ja, dass ich sehr gerne Haarschmuck kaufe. Diese tollen Haarkämme fand ich auch auf einem Berliner Flohmarkt. Hier eine Haarspange, made in France, mit Strass und in brauner Hornoptik. Und dann nochmal dieser Kamm. Und so ein toller Schmetterling. Und noch ein ganz, ganz toller Kamm hier in Schwarz mit Strass. Diese drei Kämme, da erzählte mir die Händlerin, die hat sie persönlich in den 80er Jahren im KDW gekauft. Und die sind auch signiert. Hier fand ich einen Namen, François Houchard, handmade in Frankreich. Also schöner Haarschmuck aus Frankreich der 80er Jahre. Und das ist ja auch, der Haarschmuck ist auch so schön auf Art Deco getrimmt. Also da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Und noch ein besonderer Fund.
Das hier ist aus einem Hutgeschäft. Diese Federn, wir schauen jetzt mal zusammen da rein, die habe ich noch nicht ausgepackt. Diese Federn stammen aus den 20er Jahren und sind aus einer Hutgeschäft-Auflösung. Und diese, die wurden praktisch zusammen im Set als Hutschmuck verkauft. Ist das nicht toll? Also man kann es kaum fassen, dass das so alt ist. Also diese grüne Feder, die hat es mir angetan. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und diese hier, die packe ich auch noch zusammen mit euch aus. Aber die anderen, die ich noch gekauft habe, die bleiben verschlossen, damit der Käufer, der das bei mir kauft, das selber auspacken kann. Das ist auch faszinierend, dass das eben über 100 Jahre so erhalten geblieben ist. Oh, ich mache jetzt nichts kaputt. Ja, so. Hier ist noch eine Metallfeder, wahrscheinlich damit dieses schöne Federvieh hier gehalten werden kann. So. Aus den 20er Jahren. Berliner Hutschmuck. Herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in meinem Online-Shop vorbeischaut. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Schaltet wieder ein. Bis bald.